Ich befinde mich gerade am Hildesheimer Dom. Dort ist der sogenannte 1000-jährige Rosenstock. Er geht auf eine Geschichte zurück vor 1000 Jahren, wo ein Baum gepflanzt wurde, da, wo etwas ganz Wichtiges verloren gegangen ist. Und dieser Rosenstock erinnert auch die Hildesheimer an den Zweiten Weltkrieg. Der Rosenstock war total zerstört und darüber lagen Steine, Geröll und trotzdem wuchs etwas Neues, entstand Hoffnung und Zuversicht. Und ich denke, das ist auch ein Bild, was wir brauchen. Wir sind gerade mit dem Pfarrgemeinderat unterwegs, um in Hildesheim Neues kennenzulernen. Hildesheim ist schon immer ein Bistum des Aufbruchs, der Bewegung, der Erneuerung gewesen. Und die können wir auch gut in unserer Gemeinde gebrauchen. Gehen Sie mit dem Pfarrgemeinderat den Weg in die Zukunft. Mit Gott sind wir unterwegs und das lohnt sich immer. Deshalb erinnern wir uns an das, was gut war, was entstanden ist im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden. Aber schauen wir auch, was gibt es Neues, Interessantes und fügen wir beides zusammen. Mit Gottes Hilfe ist ganz viel möglich. In diesem Sinne eine gute Woche.